Fuck, ey. Meine Güte. Oh, Ada. Mann, Ada. Jetzt. Alter, ich raste aus. Ich raste aus. Damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Resident Evil 4 Separate Ways. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Gleiche Position, in der wir im letzten Part aufgehört haben. Waren hier nicht im letzten Part? Hatte ich doch extra geguckt, dass hier keine Fische waren, oder? Warum sind jetzt hier auf einmal Fische? Oh, der ist sogar zu groß und toll. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier Fische und wir haben natürlich keinen Platz. Toll. Was ist denn das Vieh? Oh, jetzt geht's. Naja, haben wir zwei Fische. Und nicht schlecht. Ja, machen wir hier an der Stelle direkt weiter. Ich glaube, wir mussten... Genau, die Medaillons... wieder als Auftrag abschießen im Labyrinth beziehungsweise Burghof, wie es hier heißt. Das machen wir jetzt auch direkt. Genau, hier hatte ich schon alles erkundet. Ein Schatz, glaube ich, gibt es hier noch. Ah ja, zwei, wenn wir den außerhalb des Burghofs mitzählen. Aber ihr wisst ja, diese Schätze holen wir uns. So, dann schauen wir mal. Da hinten ist schon direkt eins. Das war Nummer eins. Rohstoff L kann ich nicht aufnehmen. Wir könnten vielleicht mal was herstellen. Rohstoff L. S haben wir auch noch. Ja gut, okay. MP-Munition brauchen wir nicht. Gewehrmunition würde ich jetzt auch nicht unbedingt... craften. Sprengpfeile könnten wir eventuell mal herstellen. Guck mal hier. Okay. So, dann eine Blendgranate. Wie viel? Eine haben wir gerade aktuell. Dann kriegen wir wenigstens einen Rohstoff weg. So. Ansonsten, wie sieht es mit den Kräutern aus? Wir haben halt übel viele grüne Kräuter, aber keine anderen, ne? Natürlich doof. Okay, na dann schauen wir uns hier mal um. Nicht vergessen, die Medaillons zu finden. Und Gloria a las Blavas. Komm schon, hast du nichts Besseres zu tun? Dem Kultisten den Stein abnehmen. Ach, oh nein, jetzt geht das wieder los. Hat er einfach die Steinplatte geklaut? Na gut, dann holen wir das mal gerade eben. Gerade eben. Leichter gesagt als getan, wahrscheinlich. Oh, hi. Nächster. Nächster. Wo ist denn der? Hallo, mein Freund. Da bist du. Okay. Das interessiert ihn einfach gar nicht. Was? Wow. Wo kommt die denn her? Okay. Die lebt noch. Warum lebt sie denn noch? Ach Mann. Weg mit dir. Oh, oh.
ey, oh, oh Gott. Es artet schon. Das artet schon wieder hart im Stress hier aus. Meine Güte. Okay. Da ist noch ein Medaillon, das nehme ich natürlich mit. So. Erstmal den Kultisten hinterher, glaube ich. Macht am meisten Sinn. Ich wüsste, wo er ist. Wo bist du? Komm, zeig dich. Oh, ich wollte da nicht hoch. Oh, aber ich habe ihn gefunden. Und dann hier. Wow. Viecher sind nicht ohne, ne? Weisen dir einfach den Kopf ab. Oh, fuck, ey. Meine Güte. Oh, Ada. Mann, Ada. Jetzt. Alter, ich raste aus. Ich raste aus. Oh. Oh, hi. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Können wir eine Granate eigentlich herstellen? Nee, das Rezept haben wir noch gar nicht, ne? Wir können nur Blendgranaten herstellen. Das ist natürlich nicht so geil. Eine Granate gefunden. Wir könnten vielleicht mal so einen Fisch hier benutzen, ne? Na, dann haben wir auch Platz. Gefunden. Daneben, weil ich so geil bin. Ah, oh, Mann. Lag der schon die ganze Zeit hier oben? Ach komm, wo bist du jetzt? Oh, ich krieg den von hier nicht. Anstrengend. Und der nächste. Hi. Oh. Boah. Ich kann halt nicht schießen, was soll denn das? Erwischt. Ja, was? Daneben? So, wo bist du? Ey, da kommt der nächste Hai-O-Pai. Nervig. Wir müssen Mr. Hauptbubble kriegen. Ah, toll, jetzt habe ich mich in der Sacktasse manövriert. Komm weg. Oh, Stress, Stress, Stress. Das ist nicht so geil hier. Nicht beißen. Oh Gott. Oh, das war der sogar. Cool, Mondwappen. Das ist, gefällt mir.
hier noch mehr? Oh Gott. Och, jetzt. Bleib doch einfach am Boden. Meine Güte. So, wo ist das nächste? Okay, gut, das haben wir. Da ist noch ein Medaillon. Und dann gucken wir erstmal nach Loot hier. Okay, die Hebel sind hier ohne Funktion. Ja, sehr interessant. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Alter, das Inventar, ne? Wie voll. Was kann ich mit den Messern sonst noch herstellen? Nur Sprengpfeile, ne? Ja. Ach komm, wir was haben. Ein Sprengpfeil. Wow, übertreib bloß nicht. Okay. Ach ja, es wurde auch in den Kommentaren geschrieben, das goldene Ei hat anscheinend keine besonderen Funktionen hier. Wo kann man es also verkaufen oder zum Heilen nutzen? Den looten wir. Erstmal wieder alles abklappern hier. Noch ein Turm. Wo nichts drauf ist, warum? Nee. Das ist ein bisschen nervig, dieses Aufploppen von Adas Seilpistole, so wie auch immer das Ding heißt. So, das war schon mal der Schatz. Das gefällt mir. Da ist noch ein Medaillon, da ist noch ein Medaillon. Okay. Hier sollte eins sein, richtig? Ah ne, über uns. Über uns. Ja. Jetzt wollte ich zum Beispiel gerade wieder wegrennen und sie hat halt automatisch da hoch sich gezogen. Das ist echt ein bisschen nervig. Hier kann ich mich jetzt nicht hochziehen. Ah ja. Okay, da unten ist noch ein Medaillon. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nochmal zurück zum Händler. Und geben das ab, damit wir eventuell noch einen Schlüssel holen können. Kaufen können. Hier sind wir reingekommen. Hinter uns ist das Medaillon. Auf der Ebene hier, dann müssen wir da irgendwie hin. Hier war ich schon drauf, oder? Ja, okay. Runter. Waren wir da oben schon drauf? Ne, hier waren wir noch nicht. Hier gibt es aber auch nichts zu holen. Ja, genau das wollte ich gerade halt nicht. Da ist noch eine Kiste. Wie kommen wir da hin?
Hier ist auf jeden Fall das letzte Medaillon. Das waren alle. Das ist schon mal gut. Hier waren die Hunde drin im Hauptteil. Hier kommen wir zur Kiste mit dem Hebel. Der uns was bringt? Null. Okay. Okay, wir sind voll. Ich mache mal jetzt zwei grüne Kräuter zusammen. Eieieiei, ist das voll, das Inventar. Ich brauche schon wieder einen größeren Koffer, Mann. Oder ich habe einfach zu viel Waffen dabei, das kann natürlich auch sein. Das freut ich nicht. Das ist so nervig. Aha, siehst du, da sind noch Kisten. Haben will. Okay, oh, noch ein Springfall, nice. Na, dann wird ja der nächste Boss Spaß haben. So, ich glaube, jetzt sind wir hier durch. Haben wir alles, ne? Mal kurz prüfen. Plätze gibt es keine. Kann sein, dass ich jetzt noch eine Kiste übersehen habe. Halte ich jetzt aber für nicht so schlimm. Gehen wir einfach weiter. War hier hin. Achso. Ich wollte eigentlich nochmal zurück zum Händler, ne? Ja, komm. Ganz kurz zurück zum Händler. Einsame Spitze, Freunde. So. Ich habe nur die feinste Ware. Den Auftrag abgegeben und den Schlüssel kaufen. Wusste doch, dass du dich dafür entscheidest. Eventuell nochmal schnell das Messer reparieren. Ich pingel dich, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Dann würde ich ganz gerne. Ob Rubine oder Ramsch, es macht das keinen Unterschied. Jetzt. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Frauen behalten wir zum Heilen. Sonst kann ich jetzt gerade nicht viel mehr machen. Also Gold weg. Ich kaufe fast alles. Ein hervorragender. Dann machen wir hier nochmal die Feuerrate besser. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Den Rest lasse ich gerade noch so. Deine Waffen sind bei mir in guten Händen. Keine Sorge. Hat er was Neues? Das ist, was ich derzeit habe. Angenehme Reise. Okay, dann speichern wir nochmal. Das ist jetzt, glaube ich, ja, das ist der 11. Speicherplatz. Bedeutet, damit kriegen wir schon mal nicht den S-Plus-Rang oder was das war. Muss ich jetzt aber auch nicht. Und dann gehen wir schnell wieder zurück zum Türchen, was wir gerade aufgemacht haben. Okay, kann nicht mehr weit sein. Wegen dem Schatz. Oh ne, da geht's noch weiter. Würde ich schon sagen. Das war alles? Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, was das letzte war, was wir jetzt noch an Zutaten holen müssen. Schon wieder vergessen. Wir werden es gleich rausfinden. Ja, ein gelbes Kraut. Diese Stimme. Stimmt. Wir beide hatten ja noch eine Rechnung miteinander offen. Was? Ich will nicht. Da ist ein verlockendes gelbes Kraut. Na komm, schnell, los. Gelbes Kraut, gleich kombinieren. So.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, das kommt hier an, das Vieh. Ja, so ein Dicker. Tut aber nicht. Na gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich aber auch behaupten, machen wir an der Stelle hier Schluss. Im nächsten Part schauen wir uns dann den weiteren Verlauf an. Dann sage ich erstmal wieder an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Für die Likes, für die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Resident Evil 4 Separate Ways oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.